KLM hat gestern die Passagiere informiert, dass sie ihr Aufgabegepäck nicht aufgeben können, wenn sie über Amsterdam connecten. Irgendwie gibt es da Verwirrungen, ob es international oder nur europäisch gilt. Wir haben einen Kunden, der hat sich dazu geäußert. Dann haben wir als nächstes Thema Frankfurter Flughafenkoffer. Warum habt ihr alle so viele schwarze Koffer? Geht doch gar nicht. Zumindest sagt das der Frankfurter Flughafen. Dann haben wir für euch noch ein bisschen Dealzone gemacht. Da gibt es ein Business-Class-Angebote innerhalb Europas, von Deutschland aus, mit der Lufthansa. Und was nicht so schön ist, es gibt wieder Streik bei Lufthansa. Die Piloten haben sich dann doch umentschieden. Und wer sich auch umentschieden hat, das war Qatar Airways. Die haben 737 bestellt. Also alles merkwürdiger Tag heute. Also erstmal... Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. An dieser Stelle, wie immer, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, drängt dran, ein Like dazulassen und vor allem zu kommentieren. Die erste Verwunderung kam gestern. Gestern hat KLM geschrieben, Amsterdam Airport Schiphol, due to a malfunction of the airport baggage system, all customers with a transfer connection within Europe on 21st of July 2020 can travel with hand luggage only. We apologize for any inconvenience. Ja, das erstmal so steht das da. Und da steht ja dann auch Connection within Europe. Dann hatten wir heute einen Kunden, der ja lustigerweise in Nürnberg eingecheckt hat, wollte mit KLM rausfliegen. Die haben gesagt, nö, kannst du nicht. Wie kann ich nicht? Ich fliege ja nicht innerhalb Europas. Ich fliege ja von hier erstmal nach Amsterdam und dann von Amsterdam in die weite Welt. Und also ein Interkontinentalflug. Und er sagt, nee, geht gar nicht. Und dann sagte er mir, ja, er hat dann interveniert und gab noch einen Supervisor. Und der Supervisor hat ihm dann nochmal den Zettel gegeben, durfte dann sein Gepäck einchecken. Und da steht drin, Dear Customer, we regret to inform you, due to the major disruption, the baggage system, bla bla bla. Und was das Allergeilste ist, es gibt dann unten noch so eine Möglichkeit, wo die sagen, was man machen kann. Also wenn man nicht nur mit Handgepäck reisen möchte, dann kann man den Flug umbuchen. Und kostenlos, logischerweise. Man kann auch einen Travel Voucher beantragen. Also so ein Quatsch, Leute. Ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe einfach nicht, was da los ist bei den Leuten. Und ich glaube ja auch nicht, dass der Koffer das macht. Warum? Ganz einfach, weil Amsterdam immer noch eine, ja, soll man das sagen, Shitstorm, Shitshow oder was auch immer ist. Also die Koffer sind da ein Riesenproblem. Was haltet ihr davon? Sagt ihr, das ist proaktiv, das ist toll? Oder ist das etwas, wo ihr sagt, naja, das sollte eigentlich nicht sein? Ach ja, übrigens war Business Class übrigens, nur damit ihr das wisst. War jetzt also nicht irgendwie, wo man keinen Koffer dabei gehabt hätte bei irgendeiner Art. Ja, dann Kofferchaos Frankfurt hatte ich ja gerade angesprochen. Der Ferienbeginn für viele. Wir haben ja jetzt Ferienbeginn in Rheinland-Pfalz und in Saarland. Und wer war der Nächste? Ich glaube, Hessen war es. Ist natürlich ein Riesenproblem. Am größten deutschen Flughafen gibt es natürlich massenweise Koffer. In München ist extra so eine Art Kofferhub aufgebaut worden von anderen Flughäfen, weil München mehr Lagerkapazität hat. Und gerade wenn es zu Umsteigen kommt, und das ist ja das, was bei der KLM in Amsterdam auch ein Problem ist, aber da gibt es anscheinend wirklich ein Problem mit dem Band, dann ist es so, dass die da getrennt werden. Jetzt kommt die Fraport und sagt festhalten, viele reisen mit schwarzen Rollkoffern. Das macht die Identifizierung sehr zeitintensiv. Bewährt haben sich individuelle Aufkleber, ein buntes Kofferband, ein mit Gewebeband aufgeklebtes Zeichen, Kofferhussen oder auch ein Stück Geschenkband am Griff. Genau, wer von euch macht das nicht alles und sagt, hey, Frankfurter Flughafen, weil ihr zu blöd seid, Leute einzustellen, dann ist das halt so. Ihr habt ja eh schon die Flüge auf 88 Stück reduziert pro Stunde. Und wenn man überlegt, dass man von 4.000 Stellen reduziert hat, so ist es richtig, dann muss man hier halt einfach sagen, dass bei der Frage Ground, das sind die, die das machen, 1.200 Leute von 3.700 gehen mussten. Und damit ist es so. Klar,
ist das so, dass die bei Fraport neue Leute suchen. Aber ich sag ja, zu spät angefangen. Die Webseite von Fraport empfiehlt zudem, das Gepäck mit seinem Namen und der Adresse zu markieren. Warum das aber jetzt nicht wirklich so ein toller Hinweis ist, ist, also ich hab's dran, ne? Also ich habe auch am, aber ich habe es halt umgedreht, man muss es auffriemeln. Natürlich kann das Gepäck leichter gefunden werden, aber das könnte sich als Fehler herausstellen. Zumindest sagen das einige. Wenn man da den Namen und die Adresse drauf hat, dann können Einbrecher sehen, hey, die Bude ist frei, da könnt ihr erstmal rein. Und ich weiß jetzt nicht, ob das ein richtiges Problem ist, aber ihr könntet es ja einfach mal unten schreiben, ob ihr da Angst habt. Eine Variante ist natürlich, dass man eine dienstlich genutzte Adresse nimmt oder Schippschwager, der zufällig zu Hause ist. Ich weiß es nicht. Also ich habe mir da jetzt so wirklich keine Gedanken gemacht. Da würde ich mich freuen, wenn ihr dazu was sagt. Dann geht das weiter. Piloten. Die Lufthansa-Piloten hatten ja über die Vereinigung Cockpits verlauten lassen. Nö, wir haben da keinen Bock drauf auf Streiten und das ist alles tippitoppi. Aber das Flugchaos kann jetzt noch größer werden, weil die Fluggewerkschaft Vereinigung Cockpit mitten in der Hauptreisezeit bei ihren 5000 Pilotinnen und Piloten einfach mal gefragt hat, hey, wie sieht's aus mit der Urabstimmung? Und diese Urabstimmung ist einfach der Grund, um zu schauen, ob man streiken kann. Mindestens 70% der Pilotinnen und Piloten müssen zustimmen bei der Lufthansa und bei der Lufthansa Cargo. Und warum? Ganz einfach, weil die Verhandlungen ja stocken. Aber haben die nicht letzte Woche bei den Verhandlungen gesagt, hey, wir wollen nicht und wir wollen die Leute mit dem Urlaub und so weiter? Ich weiß es auch nicht. Also ich finde es mittlerweile auch alles sehr merkwürdig, dass da Aussagen keine lange Zeit haben. Wie heißt das? Haltwertzeit oder Haltbarkeitszeit haben. Und jetzt festhalten. Freunde der gepflegten Vielfliegerkunst, wir haben ja berichtet, dass 200.000 Passagiere in Frankfurt dieses Wochenende am Tag abgefertigt werden können, sollen und halt wie es passieren soll. Dann hatte ich noch geungt, ja, das mit der Hitze und so weiter. Jetzt kommt es. Aufruf zur Protestaktion. Ich habe das Plakat hier mal reingehängt. Danke, dass ihr mir das zugeschickt habt. Habe ich von einem der Zuschauer bekommen. Personalmangel, Qualitätsmangel und Chaos am Flughafen. Verantwortlich sind die Flughafenchefs in Versalien mit Ausrufezeichen. Frankfurter Flughafen, Terminal 1, Abflughalle A, Samstag, den 23.07. um 14.30 Uhr. Mitarbeiter von Gategummi, Visag, Fraport, ASG, Frasec, Fraground und andere. Wenn ihr in Frankfurt seid, macht Bilder, schickt sie mir zu. Dann kann ich sie vielleicht in der Samstagsausgabe noch verhackstückeln oder dann halt später. Schwierig. Also das heißt, überall, wo man hinguckt, hat man Probleme und hat da ein Riesenproblem. Jetzt geht es weiter mit den Freunden von Qatar Airways. Die haben ja Probleme. Ja, es bleibt heute euch nichts erspart, es tut mir leid. Und zwar hatten die ja irgendwie 50 A321 Neos bestellt und Airbus hat ja gesagt, kriegt er ja nicht, dann haben sie sich für 50 Max Bestellungen stark gemacht, dann hat Boeing irgendwie gesagt, nö, die haben da die Bestellung zwar irgendwie gemacht, das war irgendwie so ein Letter of Intent oder sowas, aber da haben die das nicht gezogen und das ist dann obsolet. Und jetzt ist es so, der Flugzeugbauer hat jetzt bei der Qatar einen Deal für 25 Flugzeuge bestellt worden. Bis zu 50 der Jets will die Gulf Airline kaufen, teilte beiden Unternehmen am Donnerstag mit bei der Farnborough Airshow. 25 Boeing 737 MAX 10 bestellte Qatar Airways fest. Eine Absichtserklärung über den Kauf und die Option hatte bereits existiert, jedoch war sie im Juli abgelaufen, so wie ich euch ja sagte. Also interessante Geschichte. Gucken wir mal, was die da kriegen. Ich bin mal gespannt, wie es auch weitergeht. Also insofern ist es jetzt erstmal so, dass Qatar Airways da Flugzeuge bekommt. Jetzt gibt es einen Deal und der Deal ist ganz einfach. Lufthansa Business Class Angebote durch Europa. Und zwar sind sie ab 250 Euro buchbar. Wenn man das sich anguckt, dann kann man natürlich nach Straßburg, aber das ist ja jetzt nicht wirklich der Ernst. Warum? Ganz einfach, weil diese Zug- und Busfahrten sind. Übrigens, diese Deal wird euch von Frankfurt Flyer
die haben sich die Arbeit gemacht und das ermittelt und die geben da halt immer die Direktflüge an. Mallorca 250, Linz 260, Salzburg 267, Bukarest 269, Antalya 273, Budapest 281. Also wesentlich viele Deals, die es da gibt. Die Tarifdetails möchte ich euch auch nochmal nennen. Mindestaufenthalt ist ein Tag, maximaler Aufenthalt 3 Monate. Reisezeitraum ist im Juni 2022 durchgängig buchbar. Umbuchen 70 Euro, Tarif der Referenz. Tarif kann soweit auch geändert werden, nicht nur Datum, sondern auch Strecke. Erstattung ist nicht möglich. Und es ist ein P-Tarif, gibt also nur 100%. Und in der P-Klasse sammelt ihr 500 Statusmeilen und Cross-Border sind 750 pro Strecke. Executive Bonus und dann natürlich auch diese 1,5%. Ich weiß gesagt, sind ja nicht so, dann 50% sind es und 1,5-fache Meilen. Was wollen wir noch sagen? Ist Business Class, deshalb gibt es da 32 Kilogramm Gepäck, Priority Check-in, Lounge-Zugang und halt die Sachen, die mit so einem Business Class inklusive sind. Wenn ihr den Kanal mögt, dann abonniert ihn, dann lasst uns ein Like da, macht die Glocke an und vor allem lasst uns einen Kommentar da. Den Flight Deal haben wir von Frankfurt Flyer, deshalb geht bei ihm auf den Blog, kommentiert da auch gerne und natürlich Newsletter auch von Frankfurt Flyer abonnieren. Habe ich was vergessen? Anderen abonnieren, deren abonnieren, nö, habe ich alles gemacht. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff und der heutigen Sendung. Und wir sehen uns morgen wieder in alter Frische mit der nächsten Ausgabe von Frequent Traveler TV Takeoff. Bis dann. Ciao.